Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Last Stream. Ehe wir anfangen, würde ich mal sagen, gleich vorneweg. Ich pürst mir wieder mein Gehirn mit den Ohrsteckern. Sekunde. Oh Gott, es hört sich dann alles plötzlich so dumpf an. Ich bin auf eine Sache hingewiesen worden, die ich jetzt gern ändern möchte. Und ich nehme mal ganz kurz mein Kopfhörer mit. Mute mich in dem Moment mal ganz kurz, damit ihr nicht alles doppelt hört. Und ändere das, was ich machen möchte. Moment. Oh nein, welch Fauxpas. Da war doch glatt ein Ordner von mir auf den Kopf gedreht. Das geht natürlich gar nicht. Das ist sehr unprofessionell von mir. Es tut mir an der Stelle sehr leid. Und jetzt stimmt das Bild wieder. Und wir können The Last Stream spielen. So, wir waren letztens da stehen geblieben, dass wir das Auto dort versenkt haben und hin und her. Und wir wollten Schach spielen, meines Wissens nach. Wenn auch nur mit 8 Königinnen. Platziere die 8 Königinnen so auf dieses 8x8 Schachfeld, dass keine zwei Queens sich treffen. Keine zwei Königin sich treffen. Aha. Okay. Gucken wir mal, ob wir das so hinkriegen. Das würde passen. Das würde nicht passen. Das würde passen. Tja. Das würde nicht passen. Aber oh, das auch nicht. Das und... Damit. Das. Ich glaube nicht, dass wir das hinkriegen. Die trifft sich dann auch wieder. Das heißt, sie kann eigentlich nur hier. Ja, und dann wird das mit dem anderen hier ein bisschen kompliziert. So. So, nö. Trifft sich auch. Das ist natürlich kacke. Tja. Ist ja nur noch das offen und das geht halt nicht. Jetzt die Frage, wenn das andere hier stünde, würde die sich wiederum treffen? Mit dem da? Naja, ich wollte sie doch eigentlich weglegen. Naja. Nein! Mal das hier auf die andere Seite. Nö. Kriegen das schon noch hin. Und wenn nicht, lösen wir einfach. So. Wir haben's. Ah nein, es sind 7. Verdammt. Wir brauchen noch eine 8. Wo passt denn die jetzt noch hin? Hier nicht, hier nicht, hier nicht, hier nicht, hier nicht, hier nicht. Ja, läuft wunderbar. Ich würde sagen, das überspringen wir mal ganz kurz. Ja. Okay. Ich glaube nicht, dass ich das hingekriegt hätte. Das war etwas zu schwierig für mich.
Aber wir haben nun eine Batterie oder eine Iode oder was auch immer. Wir können das jetzt ankrabbeln. Können wir das fangen in der Zeit? Nö. Nö, okay, wir können das jetzt einfach nur mit einem Luftschlauch verjagen, aber es landet letztendlich immer wieder da. Können wir das hier? Ja. Okay, damit haben wir es eingesperrt. Aber es ist immer noch zu schnell für uns. Wir probieren es mal mit der Katze. Katzen sind ja relativ flink, was sowas angeht. Warum sagt sie nein? Warum nicht? Kannst du es nicht? Ach, jetzt kannst du. Ich muss es ganz gezielt anklicken. Okay. Ja, und schon hat sie es uns erbeutet und wir kriegen ein neues Foto. Oh. I came round in the sky, almost. Night had been replaced by daylight. The park was just the same as before. But there was a surprise to greet me on waking. Of course I recognized our country house in the photo. And I understood that something must be waiting for me there. If the post box escaped, it must be hiding something important. Wenn die abhaut, würde ich eigentlich eher darüber nachdenken, einen Psychiater aufzusuchen, als zu sagen, oh, mein Briefkasten ist gerade weggerannt. Ich glaube, er hatte etwas Wichtiges zu verstecken. Matt? Okay, ja, oh. Okay, das können wir kombinieren. Und ich dachte schon, sie fliegen jetzt zu ihren Hexen, damit sie da geritten werden. Das hört sich falsch an. Was? Ich muss ihn aufhalten, um ihn mir näher anschauen zu können. Das müssen wir erst kombinieren anscheinend. Gibt es hier irgendwo ein Bild oder so? Huch, was ist da? Ich kann hier etwas befestigen. Aber nicht das. Wir müssen das wahrscheinlich vorher verwandeln. Also kombinieren. Und da... Ich werde anscheinend verrückt. Ja, das wirst du, mein Freund. Das wirst du anscheinend. Zack. Konnten wir noch was? Nö, konnten wir nix. Dann gehen wir mal zum Haus. Was können wir denn hier machen? Da ist ein Loch. Und da ist nix. Huch. Können wir hier noch irgendwas... Oh. Ich mache echt alles kaputt. Das können wir verrücken und dann... Wir haben eine Zange. Oh. Ich habe doch die Zange angeklickt. Warum gehe ich dann aus dem Bild raus? Okay. Wir brauchen etwas anderes. Und hier lässt sich auch nirgendwo dran was ändern. Okay. Quick, 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 quick. So. Ist das da? Oh. Ich dachte, das wäre ein Schlauch, doch es ist eine Schlange. Ja und? Nimm doch die Axt. Und hack sie! Wir haben einen Hammer gefunden. Und Holz. Und können sie nicht zerhacken. Okay. Hätte sein können. Man kann es ja mal versuchen. Was? Ich sollte mir vorher was rausnehmen. Okay. Machen wir das? Wozu auch immer. Können wir das jetzt? Jetzt können wir das reinmachen. Okay. Keine Ahnung, was wir hier tun. Ah, ich glaube, da kommt die Auflösung. Hier ist ein sehr einfaches Rezept, mein Liebling. Bring einfach etwas Wasser zu kochen und dann gieß den Sirup da rein. Das war's auch schon. Danach wirst du etwas sehr Süßes haben. Nämlich eine kleine Mirabelle. Nein. Mach ich das? Da ist erstmal ein Katzenball. Ja, happy friend. Und eine Pfote. Kannst du da deine Foto reinstecken? Oh, das kann sie tatsächlich.
Aber die passte jetzt nicht ganz rein. Und draufdrücken hätten wir auch alleine können. Sirupkonzentrat. Brauchen erstmal noch Wasser. Hier, verbrennen. Okay. Können Sie uns da auch helfen? Ah, tatsächlich. Killerkatze! Gekillt. Ich glaube, wir haben Bambi an unserer Seite. Von daher bei der Gelegenheit mal liebe Grüße an Blutrose Misserie. Hallo, wir haben Bambi. Ich bringe sie dir zurück. Vielleicht. Je nachdem, wie nützlich sie ist. Ich frage mich, ob ich diese Teile zerschneiden kann oder zerlegen kann. Das frage ich mich auch ständig. Da ist sonst nichts, aber wir haben hier Kerosin bekommen. Das können wir reingießen. Dann brennt es schon mal ordentlich. Wir brauchen aber immer noch Wasser. Immer noch Wasser. Wasser, 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 Wasser. Erstmal hier. Ja, mit dem Hammer geht's. Und wir müssen ihn zum Glück nicht jedes Mal selbst aktivieren. Das heißt, ja, das Spiel macht gerade mal für uns die Arbeit. Und wir gucken, was da drunter ist. Natürlich eine Aussparung. Irgendwas fehlt hier. Na juhu. Ich freue mich. Aber Foto gibt's hier nicht, ne? Irgendwie. Vermisse ich hier so ein bisschen das Foto. Da können wir nicht mehr ran. Hier war auch nichts versteckt. Kein Foto. Ich habe heute leider kein Foto für dich. Was müssen wir jetzt machen? Können wir zurückgehen? Nö, können wir nicht. Wir können nicht zurück. Okay. Was können wir denn dann machen? Heiße Kohle. Wozu brauchen wir die heiße Kohle? Was machen wir damit? Ich habe keine Ahnung. Da können wir nicht mehr rein. Da auch nicht. Kann man das anzünden mit heißer Kohle? Nein, auch nicht. Okay. Ach, hier oben war die Lampe. Oh. Manchmal reagiert er so drauf, als hätte ich rausgeklickt. Dabei habe ich das Inventar angeklickt. Und es wird Licht und wir kriegen eine Kontrolleinheit. Okay. Und wir haben noch eine Zange. Die haben wir behalten. Frage ist, warum haben wir die behalten? Was sollen wir denn jetzt tun? Wo kriegen wir denn Wasser her? Ich habe keine Ahnung. Und warum können wir hier? Ach, wegen den Dingern tut er immer noch. Können wir hier keine Schere irgendwie? Nö. Wir nehmen einen Hinweis. Ah, ein Foto. Unser erster Ausflug zusammen. Oh, und ein Haken. Und der Haken, den können wir hier verbinden. Und damit können wir hier ja was... Oh, da ist unsere Frau wieder. Die wartet schon wieder ganz ungeduldig und macht Stress. I need to follow her to reveal the mystery of my dreams. Klonk. Jetzt können wir näher an ihn ran. Und da scheint etwas zu fehlen. Eine Kontrolleinheit vielleicht. Er macht sich auf den Weg, unsere Frau ein zweites Mal zu zerschnetzeln. Keine Ahnung, warum konnte er sich jetzt befreien und wieso hilft er uns auf einmal? Wir können jetzt hier weiter. Ich bin mir jetzt aber nicht so sicher, ob ich jetzt schon weitergehen will, aber andererseits eigentlich darf es da nicht abschließen, wenn wir jetzt rausgehen. Dürfte jetzt eigentlich nichts passieren. Huch, das gab gerade einen Ruckler. Wir gehen mal weiter. Ein Drachenbaum. Er lässt mich nicht zur Postbox durchkommen. Okay. Können wir mit dir irgendwas machen? Den Schlauch in den Hals stecken? Nein. Können wir mit einer Zange irgendwas? Nö. Da ist ein Kürbis. Können wir die Katze auf dich reinsetzen und eine gebratene Katze? Nein. Okay. Ich versuche erstmal die Ameisenwurst zu bekommen. Das Ding packt man an, schüttelt es zweimal und dann ist das, sind die Ameisen weg.
Können wir mit der Zange? Nö, mit der Zange können wir natürlich auch nicht. Können wir auch nicht. Hm. Können wir hier Wasser auffüllen? Ja. Können wir hier sonst noch irgendwie? Okay. Die Strömung ist sehr stark. Was habe ich jetzt gemacht mit dir, Katze? Tut mir leid. Du bist gerade so aufgesprungen. Damit kannst du nichts machen. Kann ich was damit machen? Nö. Können wir mit dem Wasser jetzt hier einmal drüber gießen, um die zu verscheuchen? Nö. Dann gehen wir halt mit dem Wasser erstmal zurück und kochen es, um uns diese süße, das süße Zeug dort irgendwie herzustellen. Zack, beim Aufsetzen kocht's. Das läuft super. Und jetzt? Wer wird meinen Sirup kosten? Die Katze schon mal nicht. Hm. Jetzt brauchen wir noch ein Gefäß dafür, oder was? Hör auf zu gähnen. Die Katze gähnt in einer Tour. Ich glaube, sie provoziert mich. Was haben wir denn hier? Da nichts mehr. Und da? Oh. Oh, wir sind wieder in einem Wimmelbild. Das sieht aus wie ein Magnet. Das sind so Schrauben. Hurra. Das können wir gebrauchen. Da brauchen wir einen Schlüssel für. Ist das da? Das da? Das hier selber nicht. Die Kette? Nö. Da ist irgendwas drin versteckt, okay. Das funktioniert nicht. Hm. Da ist doch. Okay. Zack. Und wir kriegen noch ein Cuttermesser. Mit dem Cuttermesser vielleicht hier. Dann kriegen wir. Was ist das? Ein Starter. Mit dem Starter können wir. Wow, es zum Laufen bringen. Und dann fällt zufälligerweise ein Teil raus, was wir brauchen. Aber es fehlt immer noch das da. Und wir kriegen einen Schraubenzieher. Ein elektrischer sogar noch. Hört, hört. Und das letzte Teil. Und damit kriegen wir wahrscheinlich, genau, einen Schlüssel. Und mit diesem Schlüssel kommen wir an eine Säge. Können wir nicht absägen? Hm. Können wir nicht. Wir haben eine Säge und eine Zange. Das ist unglaublich. Unglaublich. Wow. Ich, weiß mir für Freude gerade nicht selbst zu helfen. Und mein Handy ist natürlich laut. Super, es läuft. Wozu haben wir die Säge? Höchstens für testen? Ja. Okay, und mit den Teilen müssen wir wahrscheinlich zur Aussparung hin. Guck mal, wir haben eh nicht mehr so viel Zeit. Wir nehmen das mal mit. Das machen wir jetzt noch. Habe ich mir das überlegt, ob ich das wirklich machen möchte? Irgendwie nicht. Tja. Hallo? 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 Passt nicht? Ah, hier passt's. Okay. 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 So. Sieht ja eigentlich erstmal einfach aus und mein Handy klingelt schon wieder. So. Und dann müssen wir dich nochmal drehen. Das geht jetzt eigentlich ganz gut. Da war das Schachspiel weitaus schwieriger. Und wir erhalten ein Tuch. Ein Schal. Schal? Nee, Schal. Heißt das Schal oder Tuch? Es ist jedenfalls ein Tuch. Etwas, was man sich umwickeln kann. So, hier haben wir jetzt eigentlich alles abgeknuspert. Da ist nichts mehr zu holen. Was machen wir jetzt denn damit? Ich habe keine Ahnung, was wir gerade machen sollen.
Wir nehmen mal noch einen Hinweis. Wir können ihn nicht anklicken. Jetzt. Wir müssen noch mal zum Haus zurück. Haben wir da was vergessen? Was haben wir denn hier vergessen? Ach, wir können... Ach! Dazu brauchen wir die Sachen noch. Wir müssen das wieder rausholen. Und haben jetzt was Süßliches. Und können damit jetzt zu den Ameisen wahrscheinlich gehen und die dort weglocken mit dem süßlichen Kram. Weil, Ameisen ja total gefährlich sind. Man kann ja nicht einfach mit der Hand reinlangen. In den Mund? Nein. Oh. Ah. Er wächst zu und tut uns nichts mehr. Okay. Dann können wir jetzt zum Briefkasten und der Briefkasten hoch hält ein weiteres Video bereit. The GPS brought me to the past. I had not been there for a long time. There was a garage that Elizabeth and I had inherited. I felt a mix of fear and curiosity, expecting something to be behind its gates. You have reached your destination. Und ich würde sagen, hier schauen wir uns erst in der nächsten Folge um. Von daher bleibt dran. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Denkt an die Daumenliebe. Ne? Nicht vergessen. Sofern es euch gefallen hat.